Sehr geehrte Teilnehmer des heutigen Webinars, wir wollen das Webinar jetzt pünktlich starten und möchten daher jetzt beginnen. Ich hoffe, Sie können uns gut hören und hatten keine Probleme bei der Einwahl. Wenn dies der Fall ist, dass Sie uns jetzt gut hören können, können Sie uns bitte kurz mit der Funktion Emoticons neben Ihren Namen ein Smiley senden, dann weiß ich, dass alles geklappt hat und Sie uns auch hören können. Ein Smiley ist eingegangen. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Nochmal herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben an unserem Webinar Requirements Engineering, agile Standardisierung oder Smartes Engineering teilzunehmen. Dies ist das 6. und vorerst letzte DKE-Webinar einer ganzen Reihe. Weitere Webinare folgen nach der Sommerpause und Informationen dazu werden Sie dann auch wieder auf unserer DKE-Homepage finden. Im heutigen Webinar zu Requirements Engineering, agile Standardisierung oder Smartes Engineering wird es um den Umgang mit der Anforderungsanalyse in den smarten Themen gehen. Das Webinar wird etwa 30 Minuten dauern und die Präsentation besteht aus 27 Folien. Dazu begrüße ich unsere heutige Referentin mit zu diesem Thema, Frau Jessica Fritz, die Expertin in der DKE für das heutige Thema Requirements Engineering, agile Standardisierung oder Smartes Engineering ist. Sie ist seit 2013 als Projektmanagerin bei der DKE tätig und dort natürlich für unser heutiges Thema verantwortlich. Darüber hinaus ist sie in den verschiedensten Projekten, wie zum Beispiel Industrie 4.0 oder Smart Home and Building, aktiv, sodass wir uns wirklich freuen, Frau Fritz heute als Expertin für unser heutiges Webinar gewonnen zu haben. Nun noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Ich bin Jens Fiebrands und ich werde heute Ihr Moderator sein. Ich selbst bin ebenfalls Mitarbeiter bei der DKE und dort für die Next Generation DKE, dem Nachwuchsprogramm der DKE, zuständig. In meiner Funktion als Moderator werde ich Sie heute durch diese Veranstaltung führen. So, bevor Frau Fritz nun mit dem Vortrag loslegt, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise. Sie sind während unseres Webinars stumm geschaltet, einfach vor dem Hintergrund, dass Störgeräusche vermieden werden sollen. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren, das sollen Sie sogar, beziehungsweise würden wir uns sehr freuen, wenn Sie aktiv an unserem Webinar teilnehmen würden. Dazu nutzen Sie bitte unsere Fragen- und Antworten-Funktion. Hier können Sie Ihre Frage direkt an uns richten. Wir werden diese Fragen dann entweder unmittelbar, wenn Sie diese stellen, beantworten, das heißt, ich gebe die Frage direkt an Frau Fritz weiter, oder wir heben diese Fragen bis zum Schluss des Vortrages auf und beantworten diese dann gebündelt. Dies hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Art der Frage ab. Ich werde dies dann als Moderator intuitiv entscheiden und Sie auch so durch das Webinar führen. In jedem Fall werden wir alle Ihre Fragen heute beantworten. Im Anschluss an das Webinar möchten wir gerne wissen, wie Ihnen das Webinar gefallen hat. Dazu wird automatisch in Ihrem Browserfenster eine kleine Zufriedenheitsumfrage gestartet, an der wir Sie bitten, teilzunehmen. Denn wir möchten Ihnen auch in Zukunft Mehrwerte bieten und sind dabei sehr an Ihrer Meinung interessiert. Der letzte organisatorische Punkt wäre jetzt noch, das zu erwähnen, dass wir das Webinar aufzeichnen und Ihnen im Nachgang, so wir hoffen, dass das morgen passiert, auch zur Verfügung stellen möchten. Sollten Sie also zum Beispiel Folien auf den ersten Blick nicht vollständig erfassen können, so können Sie hinterher alles natürlich noch einmal einsehen. So, dazu möchte ich mich jetzt erstmal nochmal bei Ihnen bedanken. Ich sehe, bislang gibt es keine Fragen und von daher möchte ich jetzt auch direkt an unsere Expertin, die Frau Fritz, übergeben und ich freue mich mit Ihnen auf dieses Webinar. Vielen herzlichen Dank, Herr Fiebrands. Dann fange ich mal an mit meiner Präsentation und vielen Dank für die Teilnehmer, die jetzt anwesend sind und der Präsentation auch zuhören wollen. Gut.
Durch Vernetzung der smarten Welten kommen neue Anforderungen auf uns zu, die wir managen müssen. Alles verbindet sich. Um dies zu realisieren, ist der Austausch von Informationen der Schlüssel. Um den Austausch der Informationen zu gewährleisten, muss diese interoperabel funktionieren. Dies bedeutet, die Systeme müssen sich miteinander verstehen und agieren können. Da ein Austausch von sensiblen Daten stattfindet, ist genauso ein Absichern der Daten mithilfe der IT-Security umzusetzen. Wo finden wir das ganze Wissen, das wir für die Umsetzung der Themen wie Smart Home, Smart Cities, Industrie 4.0 und weitere benötigen? Natürlich bei unseren Experten, die in der DKE Normungs- und Standardisierungsgremien vertreten sind. Dieses Wissen ist eine der wichtigsten Ressourcen in der Zukunft. Wie kommen wir an das Wissen heran? Natürlich so wie bisher. Wir werden weiter Sitzungen, Webkonferenzen und Workshops abhalten, um zusammen das Wissen zu erarbeiten. Aber was ist der Unterschied? Da die Systeme in der smarten Welt systemübergreifend funktionieren müssen, treffen sich nicht mehr Experten zu einem bestimmten Fachthema, sondern es sitzen Experten aus verschiedenen Domänen zusammen. Und diese Experten sollen aufkommende, domänenübergreifende Fragestellungen klären. Dazu kommt noch, dass die Experten unterschiedliche Ziele haben. Was möchten wir in der Normung da erreichen? Natürlich wollen wir unsere Normen und Standards am Ende erarbeitet haben. Was bedeutet das für uns? Wie kommen wir da zusammen? Doch was passiert, wenn wir Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen an einen Tisch setzen? Sie haben im Laufe der Zeit eine ihrer Domänen entsprechende Sprache entwickelt. Solange sie sich in ihrem Bereich mit anderen Experten unterhalten, verstehen sie sich auch. Doch treffen sie auf einen Experten aus einer anderen Domäne, kann es passieren, dass diese sich nicht verstehen. Stellen Sie sich vor, Sie lesen einen Fachartikel. Würde dieser Artikel in einer Ihnen fremden Sprache geschrieben sein, können Sie diesen nicht mehr lesen. Ist dieser in Ihrer eigenen Sprache geschrieben, können Sie diesen Text lesen. Verstehen können Sie das Gelesene auch, wenn Sie sich in diesem Themenbereich auskennen. Aber wenn Sie ein fachfremdes Thema in Ihrer Sprache lesen, können Sie die Sprache lesen, aber Sie verstehen den Kontext nicht. So ungefähr kann man sich es vorstellen, geht es den Experten, wenn Sie auf einen Experten aus einer anderen Domäne treffen. Und natürlich geht es auch den Referenten so. Was erhalten wir? Es findet keine Verständigung unter den Experten statt. Der Referent, der moderieren soll, wird immer mehr gefrustet, weil er keinen Konsens erstellen kann. Die Ergebnisse wollen einfach nicht zustande kommen oder sind so schwammig, dass man diese nicht einsetzen kann. Und der Chef, der sitzt in einem Nacken, er möchte Ergebnisse sehen. Er möchte wissen, warum er seine Ressourcen also den Experten zur Normung und Standardisierung schickt. Da er keine Ergebnisse zu Gesicht bekommt oder diese sehr lange brauchen, entzieht er der Normung die Ressource und wir haben keine Experten mehr, die mit uns konsensbasierte Normen erstellen können. Wie kann man die Experten trotzdem zu einer gemeinsamen Arbeit bewegen? Wir müssen zusammen gemeinsame Ziele definieren und dabei unsere Sprache aufeinander abstimmen. Und wir wollen zusammen die Anforderungen der Systeme definieren. Aber dies bitte alles in strukturierter Arbeitsweise. Wie sehen unsere momentan definierte Ziele für die smarte Welten aus? Es muss systemübergreifende IT-Sicherheit und Interoperabilität hergestellt werden. Die Stakeholder aus den unterschiedlichen Fachbereichen müssen zusammengebracht werden. Ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Sicht auf die Systeme soll hergestellt werden. Dies wird durch eine konsensbasierte Terminologie unterstützt. Dies führt dann zu dem größeren Ziel, dass die KMUs bei der Vernetzung ihrer Systeme unterstützt werden und somit marktfähig bleiben. Und am Ende natürlich zusammen soll Deutschland ein internationaler Player bleiben. Wie fangen wir an? Wir identifizieren die Stakeholder, mit denen wir diese Ziele erreichen können, laden diese zu einem gemeinsamen Workshop oder Arbeitskreissitzung ein. Dann definieren wir zusammen das Ziel, damit wir alle wissen, wo wir gemeinsam hinwollen. Im nächsten Schritt wird die Terminologie so abgestimmt, dass die Experten und der Referent wissen, wovon der andere redet. Was dann zur Definition der Anforderung führt, welches dann nochmal mit dem Ziel abgeglichen werden soll. Was in der Zielsetzung natürlich schon zu definieren ist, ist die Umgebung und der Umfang des Systems. Es können Fragen geklärt werden wie, welcher Detaillierungsgrad soll die Spezifikation haben, welche Hardware und Software wird benötigt, wer sind die Stakeholder, was ist der momentane Zustand, wie soll die Zukunft aussehen. Und natürlich muss auch abgesteckt werden, welche Umgebung nicht betrachtet wird. Nun kommen wir zu der Frage, wie wir an die Anforderungen herankommen. Wie gehen wir in der Normungsstandardisierung an die Analyse der smarten Welten heran?
Wir haben, wie eben ja schon erklärt, unser Ziel mit den Stakeholdern definiert. Daraufhin sammeln oder erstellen wir User Stories. Dies sind textuelle Beschreibungen einer im Allgemeinen domänenübergreifenden Anwendung aus der Sicht des Benutzers. Also soll in dieser Geschichte ein bestimmtes Ziel erreicht werden. Eine User Story kann viele Use Cases enthalten, mit denen ein oder mehrere Akteure versuchen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dann durchlaufen diese User Stories eine Anforderungsanalyse. Das bedeutet, es werden Use Cases, Akteure, der Datenaustausch, Anforderungen und Schnittstellenbeschreibung identifiziert. Wie sieht so ein Use Case aus? Ein Use Case ist ein spezifischer Ablauf aus der Sicht eines Akteurs, der in unterschiedlichen Anwendungsbeschreibungen vorkommen kann. Use Cases halten fest, was ein System machen soll, nicht wie es umzusetzen ist. Das heißt, es ist wie eine Blackbox zu sehen. Deswegen habe ich auch den Use Case hier als Art Blackbox dargestellt, weil meistens keine technische Umsetzung in den Use Cases dargestellt werden. Nehmen wir als Beispiel die User Story, die Waschmaschine soll über ein Smartphone von dem Kunden gestartet werden können und er soll jederzeit die Uhrzeit abrufen können, wann der Waschgang zu Ende ist. Dann würde ein Use Case zum Beispiel so aussehen. Es werden erst die Akteure definiert und aufgezeichnet. Das sind hier zum Beispiel der Kunde, das Smart Tablet, Smartphone oder eine andere Benutzeroberfläche, womit man das steuern kann und dann die Waschmaschine. Dann kommen die Interaktionen zwischen den Akteuren hinzu, die zum Erreichen des Ziels notwendig sind. Einmal die Waschmaschine anstellen. Die Interaktion findet einmal zwischen dem Kunde und dem Smartphone statt. Des Weiteren wird dann das Smartphone den Befehl starten an die Waschmaschine schicken. Somit weiß die Waschmaschine, okay, ich muss jetzt starten. Das ist der Initialstart. Dann kann die Waschmaschine noch an das Smartphone eine Rückmeldung senden, ich habe gestartet. Und dem Benutzer wird über die Oberfläche des Smartphones zurückgesendet, die Waschmaschine ist gestartet. Wer oder was interagiert mit dem System? Das hatte ich eben schon leicht angezeigt, das sind die Akteure. Das ist einmal der Kunde, die Waschmaschine und auch das Smartphone. Aber was machen wir, wenn wir das festgestellt haben? Wir werden das in einer Art Datenbank festhalten, die verschiedenen Akteure, die wir in den ganzen User Stories und Use Cases identifizieren und werden die dementsprechend da reinschreiben. So kann jeder Experte darauf zugreifen und kann diese Akteure auch in weiteren Use Cases oder User Stories verwenden. Das wollen wir so gestalten, damit immer wieder dieselben Akteure verwendet werden können und auch die Terminologie abgestimmt ist und auch jeder User weiß, was bedeutet dieser Akteur? Wie ist er zu verwenden? Welche Regularien stehen hinter dem Akteur? Und es soll in dieser Datenbank festgehalten werden. Dann kommen wir dazu, welche Informationen werden ausgetauscht? Also der Datenaustausch wird identifiziert. Durch die Definition des Datenaustauschs kann festgestellt werden, welche Daten schützenswert sind. Der Informationsfluss kann in einem Sequenzdiagramm veranschaulicht werden. Hier sehen Sie ein Beispiel für ein Sequenzdiagramm. Hier sehen Sie wieder unser Beispiel, den Benutzer, das Smartphone und die Waschmaschine. Ich werde gleich ein Sequenzdiagramm darstellen. Diese Pfeile nach unten, das sind sozusagen Lebenslinien. Solange ist der Akteur an diesem ganzen Sequenzdiagramm beteiligt. Und dann sehen Sie schon den ersten Datenaustausch. Der Benutzer gibt seine Information an das Tablet weiter, dass er die Waschmaschine starten möchte. Des Weiteren wird das Tablet an die Waschmaschine die Information weitergeben, starte Waschmaschine. Und Sie sehen hier schon eine Reihenfolge des Datenaustauschs. Das kann man in diesem Sequenzdiagramm darstellen. Waschmaschine meldet zurück, Programm gestartet und an den Kunden wird von dem Smartphone gesendet, Waschprogramm gestartet. Dann kann man noch Alternativszenarien reinsetzen. Das ist zum Beispiel Abfrage, wann ist das Programm von der Waschmaschine zu Ende, damit der Benutzer immer weiß, okay, da muss ich zur Waschmaschine gehen und die Wäsche herausholen. Das kann das Smartphone aber schon alleine, das muss das Smartphone nicht mehr von der Waschmaschine abfragen, weil das Smartphone in der App zum Beispiel gespeichert hat, wann das Programm zu Ende ist. Also muss schon nicht mehr der Datenaustausch zwischen dem Smartphone und der Waschmaschine stattfinden. Dementsprechend kann ihm gemeldet werden, zum Beispiel, dass die Uhrzeit um 18.45 Uhr das Waschprogramm fertig ist und dann zu dem Zeitpunkt kann er seine Wäsche herausholen. Dann kommt noch hinzu, welche Bedingungen müssen vorliegen? Also welche Anforderungen sind notwendig,
damit das Waschprogramm überhaupt starten kann. Dies bedeutet für unser Beispiel, dass für den Start der Waschmaschine die Tür geschlossen sein muss. Das sehen Sie hier, Waschprogramm startet, Tür geschlossen. Also die Waschmaschine fragt selber seine Tür ab, bist du geschlossen oder nicht, und sendet das an das Smartphone, und sozusagen das Smartphone signalisiert dann seinem Benutzer oder User, du, die Tür ist noch offen, könntest du bitte hingehen und die Tür schließen. Das ist zum Beispiel eine Vorbedingung, damit ein Use Case überhaupt funktionieren kann. Dann kommen wir noch zu dem letzten, das ist die Schnittstellenbeschreibung. Das möchten wir auch gerne festhalten. Wir wollen natürlich, dass gerade in den ganzen smarten Welten jetzt die Geräte systemübergreifend funktionieren. Zum Beispiel ein Smartphone ist vielleicht vom anderen Hersteller als die Waschmaschine. Deswegen müssen die Schnittstellen oder Interfaces miteinander funktionieren. Deswegen wollen wir auch die Schnittstellenbeschreibung festhalten. Wie kann Gerät 1 mit Gerät 2 kommunizieren? Und das werden wir auch in einer Datenbank oder auch in den Normen und Standards festhalten, damit es später verwendet werden kann. Wofür werden diese Anforderungen benötigt? Wir benötigen diese Anforderungen natürlich für unsere Normen und Spezifikationen, die werden daran festgehalten. Dann für die IT-Sicherheit, welche Daten werden ausgetauscht, welche persönlichen Daten, welche Akteure sind beteiligt. Und dann noch für die Interoperabilität, um zum Beispiel neutrale Messages festhalten zu können, um die Neutralität zwischen den ganzen Geräten herstellen zu können und natürlich auch für eigene Anwendungen können die verwendet werden. Wie halten wir das Ergebnis der Analyse fest? Es gibt auf der internationalen Ebene ein EC 6255-2. Darin können Sie natürlich erkennen, dass wir auch uns an der internationalen Ebene festhalten. Wir möchten nichts Nationales erfinden, sondern möchten natürlich auch, dass die nationale Ebene direkt mit der internationalen Ebene zusammenarbeiten kann, dass es gemappt ist und gematcht ist und wir keine Probleme haben, die ganzen unseren Markt auf die internationale Ebene zu heben. Und deswegen werden die ganzen Anforderungsanalysen in einem Template festgehalten, was auch auf der internationalen Ebene verwendet wird. Das sehen Sie hier in klein. Sie können natürlich auch bei mir anfragen, wenn Sie das Template zur Verfügung gestellt haben möchten. Anhäufung von Word-Templates. Was bedeutet das, wenn wir die ganzen Anforderungsanalysen und Word-Templates festhalten? Wir kennen das Problem, wir haben auf einmal eine Anhäufung von Dokumenten, ganz viele Ordner auf unserer Oberfläche vom Computer liegen oder wir haben die auch sogar ausgedruckt in irgendwelchen Ordnern vorliegen. Das bedeutet, viele Experten drucken sich diese ganzen Dokumente aus, nehmen die auf ihre Zugfahrt mit hierher, wenn sie zum Beispiel in Gremien Sitzungen kommen und dem wollen wir entgegenwirken, indem wir eine Datenbank zur Verfügung stellen. Diese Datenbank wurde von der DKE entwickelt, um die Anhäufung von Dokumenten zu vermeiden und eine Konsistenz der Anwendungsfälle sicherzustellen. Mit dieser Datenbank wird die Erstellung in standardisierter Form, Sammlung und Administration der Anwendungsfälle ermöglicht. Um diese einheitliche Darstellung wird ihre Vergleichbarkeit vereinfacht. Das DKE Case Management Repository ist ein webbasiertes Tool, welches standübergreifend Mitarbeit ermöglicht. Es ist auf Basis des Use Case Templates der IEC 62559-2 aufgebaut, was ich Ihnen eben präsentiert habe und hilft bei der Verwaltung und Qualitätssicherung der gespeicherten Use Cases. Was hat es für Vorteile? Alle Use Cases und Anforderungen sind in einer Anwendung. Sie liegen immer vor, man kann jederzeit darauf zugreifen, auch wenn man zu Hause sitzt oder wenn man in der Firma das benötigt. Den Gremien ist eine weitere Möglichkeit der Zusammenarbeit geboten. Dies vermeidet die gefürchtete Doppelarbeit, da man über Suchfunktionen alle Use Cases finden kann, an denen gearbeitet werden. Die Use Cases können kommentiert werden und in drei Sprachen, Englisch, Deutsch und Französisch, angelegt werden. Hat auch den Hintergrund, dass es in den verschiedenen anderen nationalen Ländern natürlich auch unterschiedliche Regularien gibt, die den Use Cases angehaftet sind. Und dementsprechend kann man die Regularien auch den Use Cases anpassen, in welchem Land die erstellt worden sind. Und es hat noch weitere Vorteile, die ich jetzt nicht alle hier aufzählen kann. Am besten ist es natürlich, dass Sie das Tool selber mal testen.
Dann ist hier natürlich noch aufgezeichnet, was für Bereiche wir das Use Case Management Repository nutzen können. Das ist einmal eine Normungsstandardisierung, um einmal Normenspezifikationen zu entwickeln. Wir möchten eine konsensbasierte Terminologiedatenbank zur Verfügung stellen, damit wir alle auf einer bestimmten Ebene eine gemeinsame Sprache haben und uns konsensbasiert miteinander unterhalten können. Und wir möchten natürlich die systemübergreifende Integrität und IT-Sicherheit damit festhalten und in der Zukunft auch Guidance-Dokumente zur Verfügung stellen. Und natürlich können wir darüber auch den Projektbedarf identifizieren. Dann sehen Sie hier noch Projekte. Einmal kann es Projekte unterstützen, es kann Innovationsthemen unterstützen. Jeder, der darauf registriert ist, kann darauf zugreifen, kann auch schauen, wofür interessieren sich die anderen Personen. Wo kann man da vielleicht mithelfen, mitarbeiten und natürlich Stakeholder-Management. Man kann da schauen, wer arbeitet an bestimmten Themen. Kann ich mich über einen Referenten mit diesen anderen Personen in Verbindung setzen und vielleicht mit denen zusammenarbeiten? Also so ist schon mal der ganzen Doppelarbeiten vorgegriffen. Und natürlich das Interessante ist auch für die ganzen registrierten Nutzer, dass sie eigene Anwendungen erstellen können. Das sind zum Beispiel, kann man die Use Cases verwenden, die in diesem Use Case Management Repository vorliegen. Das sind dann auch generische Anwendungsfälle. Das bedeutet, wo man die als Baustein einsetzt, werden die auch interoperabel mit anderen Use Cases funktionieren können. Und die kann man mit seinen eigenen Anwendungen in Verbindung setzen und so seine eigene Anwendung dann erstellen, also sein eigenes Geschäftsmodell sozusagen entwickeln. Man hat jederzeit Zugriff auf die Terminologiedatenbank und die weiteren Dinge sind dann auch gesichert. Ja, Jessica, ganz kurz eine Frage von den Teilnehmern, und zwar die angesprochene Datenbank. Also inwiefern, also wie aktiv wird diese eigentlich schon genutzt und wie viele Use Cases sind daran momentan schon hinterlegt. Vielleicht kannst du da auch noch mal ganz kurz. Also dieses Use Case Management Repository ist momentan sehr stark genutzt, besonders im Bereich Smart Home and Building und jetzt auch weiter im Elektromobility-Bereich, Industrie 4.0. AL wird jetzt auch anfangen, damit zu arbeiten. Und es sind momentan, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, 138 Use Cases schon hinterlegt. In den anderen Areas können natürlich noch weitere Use Cases hinterlegt sein, in denen ich gerade keinen Zugriff habe. Aber 138 sind mir gerade geläufig, dass die da eingearbeitet worden sind. Ich hoffe, damit habe ich die Frage beantwortet. Wunderbar, dann gehe ich weiter. Genau, wir wollen natürlich auch die ganze Analyse visualisieren, die ganzen Use Cases wollen wir in einem Referenzarchitekturmodell darstellen. Das macht uns die Arbeit damit besser, vereinfacht uns die Arbeit mit den ganzen Use Cases zu verorten. Ich stelle Ihnen kurz das Referenzarchitekturmodell vor. Sie sehen hier unten einen grauen Layer, das ist der Komponentenlayer. Da werden die ganzen Komponenten abgelegt, die in den Use Cases oder User Stories identifiziert werden und für das Erreichen des Ziels des Use Cases notwendig sind. Auf dem nächsten Layer, den grünen Layer, das ist der Communication Layer, da werden die ganzen Protokolle abgelegt, die verwendet werden müssen, um den Use Cases auch wieder zum Ziel zu bringen. Auf dem nächsten Layer werden die Datenmodelle abgelegt, also dem Information Layer. Dann kommt der blaue Layer, wo die ganzen Funktionen abgelegt werden, auch die Messages können da abgelegt werden. Und der letzte Layer ist der Business Layer, da werden die ganzen Regularien abgelegt oder auch die Normen können darauf gemappt werden und auch firmeneigene Regularien. Vielleicht hat der Firmenchef gesagt, ich möchte bitte meine Anwendung so und so gestalten, genau nach diesen Vorgaben und die können dann auch darauf abgebildet werden. BSI-technische Richtlinien können darauf abgebildet werden. Was möchte man damit erreichen? Alles, was ich eben genannt habe, ist hier auch nochmal abgebildet. Die Akteure, Funktion, Datenaustausch, Kommunikation und Normspezifikation. Regularien werden auf dem Modell abgebildet und wir möchten natürlich die Lücken identifizieren, also eine Art Gap-Analyse über diesen ganzen Würfel generieren. Was erreichen wir damit, wenn wir das vollzogen haben?
Wir können einmal den Normungs- und Standardisierungsbedarf identifizieren, Innovationsbedarf, den Projektbedarf und den Technologiebedarf. Besonders gerade für die Firmen und Experten, die an unseren Gremien teilnehmen, ist das sehr interessant. Was für Technologien können Sie erstellen, um immer noch innovativ dabei zu sein? Natürlich können wir an den ganzen Use Case Referenzarchitekturmodell erkennen, welche Use Cases noch fehlen, und wir können auch die Stakeholder an den ganzen Würfel festhalten und schauen, auch welche Stakeholder uns auch noch fehlen. Was erreichen wir mit dieser Vorgehensweise? Wir erhalten eine strukturierte Arbeit, ein konsensbasiertes Ergebnis und natürlich die Synergieeffekte, die sich durch die ganze Zusammenarbeit ergeben und auch durch die Datenbank können dazu führen, dass wir besser miteinander arbeiten können, dass wir schneller an unsere Ergebnisse kommen, ein schnellerer Normungsprozess entsteht dadurch und auch weitere Dokumente wie Guidance, die Handwerker zum Beispiel benutzen können, die sie durch die ganze Normungswelt führen, und die Referenten sind auch zufriedener und auch die Experten, und der Chef wird zufrieden sein, dass er endlich Ergebnisse abgeliefert bekommt, und er wird uns auch die Experten wieder als Ressource zur Verfügung stellen. Was ist jetzt das Bild als letztes? Das ist natürlich, was wollen wir damit unterstützen? Wir wollen die kleineren und mittleren Unternehmen unterstützen, wir wollen die Industrie unterstützen und auch die Wirtschaft unterstützen. Wir wollen deren Entwicklung bei der Technologien und Innovation und systemübergreifende Terrorität und IT-Sicherheit auf diese Weise unterstützen. Was trägt die DKE bei? Das ist einmal das Requirements Engineering und Management, also über die ganze Anforderungsanalyse, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, und das ganze Management mit dem Use Case Management Repository soll natürlich unterstützend wirken, um das ganze Wissen darin festzuhalten, dass die Experten jederzeit darauf Zugriff haben, auf den aktuellsten Stand. Wir werden das natürlich verwalten und auch eine Qualitätssicherung über das ganze Wissen laufen lassen und es jederzeit auch updaten und die Experten jederzeit dazu befragen, ob das der momentane Stand ist. Und daraus soll natürlich wieder Norm und Spezifikation entstehen. Unser Stakeholder Relationship Management soll abgeglichen werden und aufgebaut werden. Und die Strategie und Innovation können damit unterstützt werden. Die Schnittstelle zu der internationalen Ebene, zur DIN, zu CENELEC, ETSI, ITU, ISO, IEC und CEN wird aufrechterhalten. Use Case Management Repository, zu der wir eine Schnittstelle aufbauen werden, wo die ganzen Use Cases dann auch rübergeschoben werden oder auch wieder zu uns konvertiert werden können. Und da wird es auf jeden Fall aufrechterhalten. Was erreichen wir damit? Wir haben jederzeit den aktuellen Stand und zukünftige Anforderungen der Technologien. Die sind analysiert und dokumentiert, und somit können wir von diesem Standpunkt, wo wir den aktuellen Stand haben, mit gestärktem Rücken in die Zukunft gehen und können unser Wissen dementsprechend immer weiter aufbauen und zusammenführen zu den smarten Welten. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich und übergebe nochmal an Herrn Fiebrand. Ja, Jessica, danke für diesen wirklich sehr, sehr, sehr informativen Vortrag über das Requirements Engineering. Ich würde hier noch mal ganz kurz in die Runde schauen, ob Fragen eingegangen sind. Zwischendrin hatten wir schon eine beantwortet. Würde noch mal ganz kurz abwarten, ob jetzt noch Fragen sind. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Das kann nur ein positives Zeichen sein. Alles wunderbar erklärt. Von daher möchte ich mich bei den Teilnehmern bedanken. Sie werden im Nachgang benachrichtigt, dass Sie eine Aufzeichnung zu diesem Webinar zur Verfügung gestellt bekommen. Und auf unserer Homepage werden wir dieses selbstverständlich auch Ihnen zur Verfügung stellen. Von daher sage ich jetzt auch nochmal von meiner Seite aus großes Dankeschön für die Teilnahme und würde Ihnen jetzt einen schönen Feierabend oder noch einen schönen Tag wünschen und würde hiermit beenden. Wiederhören.